So, ein ganz recht herzliches Willkommen zurück bei der Witcher 1. Wir dürfen den Turm. Ja. So, mal schauen. Hat doch lang genug gedauert, ey. So eine Scheiße am Arm. Ha, wir können direkt rüberlaufen. Hoffe ich doch. Alle 10 haben wir eingebaut. Alle 10 Steine. Frosch im Hals. Und dürfen nun in unser Türmchen. Was uns dort erwartet, das sehen wir gleich. Hilfe. Da hinten irgendwo, ja? Da war der Eingang. Ich glaube schon. Ich laufe jetzt an allen vorbei. Ich muss ja nicht unbedingt kämpfen. Nein, das muss man nicht. Mal schauen, was uns da drin erwartet. Ich bin selbst total aufgeregt. Bin echt mal gespannt. Wir labern den nochmal an. Brennt ihr nicht darauf, die Wahrheit zu erfahren? Ich würde mich lieber auf meine Aufgabe konzentrieren. Soll ich das Buch aus dem Turm bringen? Ja. Kalkstein darf uns nicht zuvorkommen. Ich hoffe, dieser Mörder hat den Köder geschluckt. Ich glaube... Dafür habe ich gesorgt. Na, mehr hat uns nicht gesagt. Ab in den Turm, Leute. Jetzt geht's ab. Aha. Endlich. Endlich. So. Schauen wir mal. Neuer Spruch, so wie es aussieht. Vorübergehend eure Gegner in Verbündete zu verwandeln. Geil. Da zeige ich noch auf der linken Bildschirmseite direkt. Hey, richtig coole Sache, oder? Gegner. Cool, ja? Gedankenkontrolle. Kiste. Wow, Leute, das ist nicht mal eine fette Ausbeute und ich habe voll keinen Platz in meinem Inventar. Schade. Sollen wir mal ein bisschen noch was wegwerfen? Irgendwie. Gegenstand weglegen, weil das Zeug möchte ich natürlich mitnehmen. Speisen, nein. Was haben wir da? Alkohol. Alkohol. Nehmen wir auch noch mit. Jo. Nüsse, Honigwabe, ja, das braucht man nicht. So, was gibt's jetzt hier Tolles noch? Das war's. Wie? Das war's. Nee, oder? Okay. Hätte aber auch ein bisschen mehr erwartet. So voll Viecher, Zombies, keine Ahnung was. Drachen, Schildkröten, Elefanten, Giraffen, aber nichts davon ist da. Toll. Okay. Ich habe jetzt das Buch mitgenommen, so wie es aussieht. Irgendwas, glaube ich. Ja, das hier. Magierturm. Schauen wir mal rein in das Ding. Toll. Arg viel Wasser nicht. Ja, gehen wir nochmal raus hier. Das müsste jetzt schon gewesen sein eigentlich, oder? Bald erfahrt ihr die Wahrheit. Gut, ich bin schon leicht ungeduldig geworden. Was machen wir jetzt, wo wir die Schätze aus dem Turm haben? Wie locken wir den Magier hierher? Er ist bereits hier. Ich sehe nur euch. Ihr sagt es. Der Detektiv war mir auf der Spur und ihr habt ihm vertraut. Ich habe ihn getötet und seine Identität angenommen. So habe ich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich brauchte euch, um den Turm zu öffnen. Jetzt brauche ich euch nicht mehr. Ah, was für ein Drecksack. Alter. Und den muss ich jetzt irgendwie killen, oder wie? Ah.
Oh! Okay, Feuer wird ihm nicht viel anhaben, denke ich mal. Scheiße. Leute, das ist voll scheiße. Meuchler durch? Nein. Okay, schneller wird es wahrscheinlich so bleiben. Was haben wir denn hier noch alles? Dazu wären Tür und Tür. Flammattacke wird hier nicht viel bringen, denke ich. Das ist ein Flammviech. Wir dann eher das hier mal so ein bisschen von mir weghalten. Bringt auch nicht viel, oder? Hey! Hei, hei, hei. Weg! Weg! Ich hab's gleich. Komm. Boah. Yeah. Ach, das war ja noch alles. Ich folge eurem Befehl, Meister. Ich höre und gehorche, wie es ein Djinn tun würde. Professor, lass den Unsinn und erledige ihn. Wisst ihr, Hexer, bei so viel Wasser fühlt sich Azar nicht wohl in seiner Haut. Feuermagier sind eingeschränkt. Er braucht mich, wenn es feucht wird. Schön. So schlage ich zwei Würmer mit einer Klappe. Boah, Alter. Scheiße, Mann. Meint ihr, könnte ich den kontrollieren? Nee, geht nicht, das war ja klar. Scheiße. Schutzschild. Ich muss erstmal abbauen, weil ich muss mein Leben irgendwie auffüllen. Nein! Eure Tricks helfen euch. Oh, shit. Ich kann es nicht anwenden. Leute. Mein letzter Trank. Erstmal mich irgendwie ein bisschen hochheilen. Mit Essen und so Zeugs. Ah, okay, da ist ja gar nichts mehr drauf. Schweinefleisch. Das ist gerade nur weggerennen vor denen. Krass. So, jetzt muss ich was essen. Ey, aber das ist die geile Methode, oder? Diese Fahrt ist jetzt zu Ende.
erstmal hochheilen. Au! So. Jetzt. Okay. Jetzt, Leute, jetzt geht's ab. Ich versuche mal den schnellen Kampfstil bei dem. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt mit dem Hexer machen soll oder mit dem hier. Das muss ich jetzt einfach mal rausfinden. Ah, die betäuben einen, ey. Ey, das darf doch nicht wahr sein, oder? Gar nicht mal so einfach. Was ist das? Waffe, Ausbaustufe, Schaden plus 15%, ein Stück. Meint ihr, dann geht das andere weg oder bleibt das? Dann knall ich das jetzt nicht mal da drauf. Geht nicht. Ja, wie jetzt? Ihr habt bewundernswert gekämpft, aber die Pflicht ruft uns ins Händlerviertel. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung verbreiten sich Chaos und Terror nicht von allein. Das Gift sirikanischer Skorpion, das ist selbst für Mutanten tödlich. Fehler können tödlich sein, Hexer. Bestellt eurem jungen Gefährten meine Grüße. Und jetzt viel Spaß beim Sterben. Alter, wollt ihr mich jetzt verarschen? Alle fühlten, dass die Schlacht im Sumpf der Anfang von Ereignissen war, die bald ganz Temerien erschüttern würden. Beide Seiten spürten den aufziehenden Konflikt und brannten darauf, sich mit dem Feind zu messen. Ein einfaches Scharmützel zwischen zwei Patrouillen endete in einer Schlacht. Angetrieben von ihrem unerschütterlichen Glauben, zeigten die Ritter des Ordens die größere Entschlossenheit und siegten. Die Skoyatel lernten, dass sie die Freiheit nur erringen können, indem sie Blut vergießen, das ihrer Feinde und ihr eigenes. Azar hatte mich von der Schlacht ferngehalten. Als Triss mich weckte, hatte ich Berge von Gefallenen vor Augen. Das war das letzte Mal, dass ich neutral bleiben konnte. Krass. Und jetzt? Trisshaus. Ihr irrt euch. Ich habe ihn unter Kontrolle. Und nicht nur ihn. Alle fressen mir aus der Hand. Ich bedauere, dass Foltes nicht da ist, aber ich vertraue auf euren Einfluss auf die Ratsleute des Königs. Ich nehme an, ihr habt die Sache mit Leuwarden ebenfalls geklärt. Ja, ich habe ihm ein Angebot gemacht und er hat es angenommen. Er behauptet, seine Vorgesetzten hätten ähnliche Pläne, aber wir seien schneller gewesen. Männer können nichts als reden und dann wollen sie als die großen Macher dastehen. Apropos, was macht euer Hexer? Ich müsste ihn überzeugen können. Übertreibt es nicht. Geralt kann außergewöhnlich scharfsinnig sein. Ich weiß. Ich muss wieder zurück. Ich melde mich, wenn alles vorbei ist. Lasst den Hexer nie erraten, was ihr vor ihm verbergt. Triss? Bleibt liegen. Ich untersuche erstmal, ob ihr wieder ganz genesen seid. Und wie? Keine Bange. Es tut nicht weh. Krass. Gut. Ihr seid im Vollbesitz eurer Kräfte. Es ist dieser ungewöhnliche Hexerstoffwechsel. Triss, wie bin ich hierher gekommen? Reiner Zufall. Ich folgte einer falschen Fährte, die Kalkstein gelegt hatte. Ihr habt mich im Sumpf gefunden? Was hat sich dort wirklich abgespielt? Keine Ahnung. Der Alchemist untersucht immer noch den massiven Stein. Aber hier in Vysima gibt es größere Anomalien. Magische Anomalien?
Hier in Vizima? Ja, ich würde eure Hilfe zu schätzen wissen. Aber kommen wir wieder auf eure Gesundheit zurück. Ich dachte, ich sei im Vollbesitz meiner Kräfte. Körperlich ist wohl alles in Ordnung, aber euer Verstand macht mir Sorgen. Erklärt mir das. Ihr wart stundenlang weggetreten. Ich hatte keine andere Wahl, als eure Gedanken zu lesen. Ich musste herausfinden, was euch fehlt und welche Gifte ihr diesmal eingenommen habt. Ich bin sicher, ihr habt noch mehr gelesen. Das ließ ich nicht vermeiden. Eure Gedanken waren recht laut. Wie dem auch sei. Ich weiß über eure jüngsten Abenteuer Bescheid. Könnt ihr mir helfen? Eure Amnesie heilen? Das kann vermutlich niemand. Aber es besteht eine kleine Chance. Eine kleine Chance, das? Nach dem, was ich so gesehen habe, würde ich meinen, eine stabile Persönlichkeit aufzubauen, wäre von Vorteil. Und das heißt? Bitte, Geralt, das ist wichtig. Einfach ein bisschen weniger Psychogelaber. Stellt euch den Problemen dieser Welt. Es kommt nicht darauf an, welche Position ihr einnehmt, nur darauf, dass ihr eine wählt. Eine starke Identität könnte euch helfen, euer Gedächtnis zu regenerieren. Könnt ihr mir nicht einfach erzählen, was ihr gesehen habt? Nein. Ich möchte nicht, dass ihr zu dem werdet, was ich in euch sehe. Ich möchte, dass ihr selbst entscheidet, wer ihr seid, ohne Blick zurück. Ich soll mich nicht für die Vergangenheit interessieren? Genau. Eure Erinnerungen werden zu gegebener Zeit zurückkehren. Das werden wir sehen. Geralt. Aha. Ihr habt etwas von magischen Anomalien erzählt. Verschiedenste Dinge können sie auslösen, aber vor allem können sie die Ursache von wahrhaft Bösem sein. Als ich mich das letzte Mal so fühlte, habt ihr und eine gewisse Zauberin versucht, einen Djinn einzufangen und dabei eine halbe Stadt zerstört. Ihr werdet euch wohl nicht erinnern, aber vieles stand auf Messerschneide. Ich erinnere mich nicht. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Ich habe einige Magiesensoren, die in Vizima verteilt werden müssen. Sie werden uns helfen, die Quelle der Anomalie zu finden. Natürlich. Gebt mir die Sensoren. Ich kümmere mich darum. Stets gern zu Diensten. Wozu hat man schließlich Freunde? Ich habe im Händlerviertel in der Nähe des Rathauses eine perfekte Wandnische gesehen. Bringt das zweite Teil im Tempelbezirk nahe beim Eingang zu den Kloaken an und das dritte auf dem Friedhof von Vizima. Wir bauen ein Radcliffsches Dreieck auf. Ihr wisst sicher, dass Dreieckspeilung in solchen Fällen am wirksamsten ist. Ja klar. Wie kommt ihr denn hierher? Lange Geschichte. Als ihr Männer wie wild durch die Gegend gerannt seid. Was sich als sehr wirksam erwies. Nun, ich beschloss, mit unkonventionellen Methoden nach den Salamandra zu suchen. Mit Erfolg? Und ob. Ihr werdet es zu gegebener Zeit erfahren. Warum nicht jetzt? Um diese Informationen zu bekommen, musste ich versprechen, euch nicht einzuweihen. Geduld, Hexer. Mit wem habt ihr durch den Spiegel gesprochen? Ihr habt mich gehört? Ach, Zaubererkram. Nichts Wichtiges. Hörte sich aber ernst an. Ich musste ein paar Dinge versprechen, um etwas über die Salamandra zu erfahren. Ihr könntet... Vertraut mir. Es war nichts Wichtiges. Wir sehen uns später. Bis bald. Ach, das hätte ich fast vergessen. Was? Leuwarden, ein Kaufmann, möchte euch sehen. Er veranstaltet Bankette im Neunarra-Court. Bankette mag ich nicht. Es werden wichtige Leute da sein. Ich weiß nicht. Einschließlich Prinzessin Ada, deren Fluch ihr aufgehoben habt. Offenbar ist sie ein klein wenig besessen von euch. Ich werde darüber nachdenken. Ich werde kommen. In Ordnung. Ihr habt mich überzeugt. Vielleicht kann ich dort ein paar Informationen sammeln. Heute Abend um 6. Hier ist der Pass, der euch im Händlerviertel legitimiert. Ein Pass? Tja, zusätzlich zur Quarantäne haben die Behörden in Vizima jetzt auch das Kriegsrecht verhängt. Wieso ist mir das entgangen? Es gilt nur für das Händlerviertel, das ihr nicht betreten habt. Was hat das mit Pässen zu tun? Nur die Bewohner des Viertels können sich frei bewegen. Ich habe ein Haus hier, daher konnte ich einen Pass beschaffen. Was ist mit meinem? Ich habe euch als Mitbewohner meines Hauses gemeldet. Was natürlich nicht stimmt. Hört. Wegen meiner Identität. Schon Fortschritte gemacht? Ich analysiere das alles noch. Geralt. Was ist mit den Pässen?
Tja, zusätzlich zur Quarantäne haben wir ja schon gehört. Es gilt was? Nur die was ist? Ich habe was ne? Okay, also gut. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später. So, dann mache ich mal hier einen Schnitt. Willkommen in Kapitel 3 und bis dahin. Ciao.